Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Susanne. Heute geht's nochmal um eine Anleitung aus Margaret's Strickbuch, das Tuch Freundschaft. Um das geht es. Das gibt es in zwei verschiedenen Varianten im Buch, und zwar einmal mit der Alba Silk von Schachenmeier gestrickt und einmal mit der Elements von den West Yorkshire Spinners. Und heute geht es speziell um die Vertikalstreifen im Tuch. Ich zeige es euch gleich nochmal. Das Tuch aus dem Bild nehmen. Ne, das Buch aus dem Bild nehmen und das Tuch ins Bild hinein. Um diese Streifen geht es. Ich habe hier den Rand nur in Weiß gestrickt, weil der Rand ja immer rechts, links, rechts war. Und das wird ein bisschen unruhig, wenn man es zwei Farben macht. Deswegen habe ich mich für eine Farbe entschieden. Aber darum geht es gar nicht. Das zeige ich euch auch nicht, sondern ich zeige euch, wie ich diese Streifen stricke. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Im Prinzip gibt es sogar drei, aber ich zeige euch zwei. Da kamen ein paar Fragen dazu. Ich habe auf der Nadel die Alba Silk von Schachenmeier, wie aus dem Buch. Die erste Variante für Leute, die ein Problem haben, mit zwei Fäden gleichzeitig zu stricken. Ich nehme nur einen Faden, erstmal den blauen, und stricke. Es ist glatt rechts gestrickt, diese Streifen, also stricke ich jetzt rechte Maschen. Ich stricke die blaue Masche rechts. Ich gehe mit der Nadel von rechts in diese weiße Masche hinein und hole die rüber auf die andere Nadel, stricke die nicht, sondern hebe sie nur ab, als ob ich links stricken würde. Der Faden bleibt hinter der Arbeit. Ich stricke die blaue Masche und hebe die weiße ab. Ich stricke blau. Weiß ab. Wichtig dabei ist, dass ich den Faden nicht zu sehr spanne, denn ich habe ja jetzt immer eine Masche Zwischenraum, und wenn ich den ganz fest anspanne, dann wird es an der Stelle nicht sehr elastisch, das Tuch, und es soll ja schön harmonisch werden mit den anderen Mustern, elastisch bleiben, und deswegen Fadenspannung beachten. Ganz locker über den Finger laufen lassen. Da mischt sich der weiße Faden mit ein, der hat jetzt hier Pause. Abheben wie zum Linksstricken. Und rechts die blaue. Abheben, stricken, abheben, stricken. Immer so weiter. Also ich stricke jetzt hier bis zum Schluss. Ohne die Zunahmen, ohne den Rand, es geht nur um diese vertikalen Streifen. Die letzte abheben. So, jetzt habe ich hier einen Faden und hier einen Faden, einen Arbeitsfaden. Muss ich ja irgendwie noch an die Weißen kommen. Das heißt, ich ziehe einmal die Nadel ans andere Ende und fange wieder von vorne an. Ich bin immer noch auf der rechten, ich habe das Strickzeug nicht gewendet. Jetzt nehme ich den, da hat sich komplett verheddert, jetzt nehme ich den weißen Faden. Blau habe ich ja schon gestrickt, gerade eben, den hebe ich einfach nur ab, wie zum Linksstricken, und stricke den weißen rechts. Blau abheben dieses Mal, weiß stricken. Abheben, stricken. Das geht ganz flott von der Hand. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ist das überhaupt kein Problem mehr. Also der Knackpunkt hierbei ist wirklich dieses, die Nadel wieder ans andere Ende ziehen und die Reihe einfach nochmal von vorne stricken. Man strickt die Reihe zweimal. Wenn man es mal gesehen hat, denkt man, ach so. Und beim Lesen denkt man, wie bitte? Oder... Hä?
Ganz normal. Ihr glaubt nicht, wie oft ich wie bitte denke, wenn ich Anleitungen lese, mit gestrickt, obwohl es eigentlich ganz logisch ist. Man muss es einmal machen und dann ist es meistens schon kein Problem mehr. Man darf bei Anleitungen oft, nicht immer, aber oft nicht so viel drüber nachdenken, sondern man muss es einfach tun. So, jetzt stricke ich wieder blau. Ich habe jetzt die Arbeit gewendet. Zeige es euch nochmal. Jetzt habe ich die Reihe hier gestrickt. Ich habe einmal blau und einmal weiß gestrickt. Jetzt wende ich die Arbeit und stricke zurück. Das heißt, ich hebe die weiße Masche ab und stricke blau jetzt links, weil ich ja glatt rechts stricke. Das heißt, die Rückseite ist links und den Faden führe ich jetzt auf der Vorderseite mit. Ich stricke links, hebe die ab. Der Faden bleibt vor der Arbeit. Vorhin war er hinten dran. So, abheben, stricken. Dran denken, dass die Fadenspannung locker ist. Das ist so ein bisschen vielleicht der Knackpunkt für Leute, die sehr fest stricken. Da müsst ihr einfach üben. Oder, ups, oder ihr nehmt eine dickere Nadel, damit die Maschen eigentlich zu groß sind. Aber das relativiert sich dann, weil die sich ja spannen müssen von einer Masche zur anderen. Also links stricken und gleichzeitig erklären und sprechen ist gar nicht so einfach. Da habe ich mich doch glatt schon zweimal fast verstrickt. Da mischt sich wieder der weiße Faden ein. Da muss man halt ein bisschen. Ihr wisst ja, stricken ist auch eine Sache von Geduld. Kann man da ganz gut lernen. Jetzt bin ich gleich am Ende. So, und jetzt wird die Arbeit nicht gewendet, sondern die Nadel zurückgezogen wieder ans andere Ende. Denn wir haben ja jetzt hier den Arbeitsfaden in Blau und hier noch den weißen. Den müssen wir noch stricken. Na, die Nadel ein bisschen lang für das kurze Stück. So, wo bin ich? Ja. Jetzt stricke ich weiß, links, wir sind ja immer noch auf der linken Seite, und hebe das blaue ab. Stricke weiß, hebe blau ab. Sind wir gleich, haben wir gleich eine Reihe hin und eine Reihe zurück gestrickt. Und ich habe im Prinzip jede Reihe zweimal gestrickt. Also zweimal hin und zweimal zurück. Aber immer nur jede zweite Masche. Das ist die Grunderklärung für Vereilstricken. So. Einfach kann man ganz wunderschöne Dinge in Vereilmustern stricken. Da geht es dann natürlich nicht immer nur um eine Masche, sondern da strickt man Muster, da lässt man auch mal zwei Maschen aus oder drei Maschen, manchmal sogar noch mehr. Das wird dann noch schwieriger mit der Fadenführung. Aber da kann man sich ja langsam rantasten. Man muss ja nicht alles auf einmal können. So, bin ich am Ende. Jetzt wende ich das und schon haben wir vertikale Streifen gestrickt. Und jetzt zeige ich euch noch, wie man die, muss mal kurz mit der Nadel kämpfen, wie man die, die Wolle noch ab, na, wie man die mit
also die ganze Reihe auf einmal stricken kann. Dann nimmt man beide Fäden. Moment, muss kurz an der Kamera vorbeigucken. So, dann nimmt man beide Fäden auf den Finger. Habe ich euch natürlich jetzt nicht gezeigt. Ich bin doch auch ein Schaf manchmal. Ich nehme den ganz normal auf den Finger, den ersten. Den zweiten schnappe ich mir mit dem kleinen Finger und hole mir den andersrum auf den Finger. Jetzt dreht sich einer, geht vorne runter und einer geht hinten runter. Das macht es etwas einfacher, die Fäden zu greifen. Und jetzt stricke ich blau rechts und weiß rechts. Blau und weiß. Das heißt, das, was ich vorhin auf zwei Reihen, also auf zweimal aufgeteilt habe, mache ich jetzt auf einmal. Und auch da ist es wichtig, auf die Fadenspannung zu achten. Das seht ihr, das verheddert sich manchmal so ein bisschen, dass es klemmt dann so ein bisschen, muss man einfach nachrutschen. Blau, weiß. Die Fäden bleiben, wenn ich rechts stricke, immer hinter der Arbeit. Und wenn ich nachher umdrehe, bleiben sie vor der Arbeit. Na, das ist der Vorführeffekt, das habe ich sonst nicht. Aber ich halte jetzt natürlich das Strickzeug ein bisschen anders wie normal, weil ich es ja so halte, damit ihr seht, was ich tue. Ich mache den einfach mal hier ab, dann hat er immer noch genug Spannung. Eigentlich so. Es hat sich auch ein bisschen verdreht. Verdrehen ist ja auch immer schwierig für die Fadenspannung. So, jetzt habe ich natürlich alles auf einmal gestrickt und muss nicht wieder die Nadel zurückziehen, wenn ich am Ende bin, sondern kann direkt wenden und die Rückreihe stricken. Ich zeige es euch gleich, wie es aussieht hinten. So, letzte rechte. Schaut mal, so sieht es dann hinten aus. Und vorne sind die Streifen. Und wenn man gut auf die Fadenspannung geachtet hat, dann ist das auch elastisch. Beim Baden entspannt sich das dann auch noch ein bisschen. Das sind die vertikalen Streifen vom Freundschaftstuch. Da seht ihr sie nochmal. Freundschaftstuch kennt ihr schon und die Anleitung ist in Maiwitz Strickbuch. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachstricken und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen und hören. Bis bald. Tschüss.